Guck mal, im Hintergrund stehen jetzt die Vollidioten vom Imperium. Das ist ja ganz interessant. So, wir machen heute hier weiter in den heiligen Höhlen, denn da haben wir im letzten Part aufgehört und da jetzt wahrscheinlich ein Bosskampf kommt, möchte ich mal mein Team umstellen. Ich möchte ganz gern erstmal, wen nehme ich denn raus? So, Baro auf jeden Fall raus gegen Shara. Und Yanto möchte ich eigentlich auch mit rein. Ja, Lumina ist mir wichtig. Varna ist mir wichtig. Und Kanata ist mir wichtig. Ja, das Team ist okay. So, gucken wir mal, was wir gegen den Boss ausrichten können. Falls jetzt überhaupt einer kommt, aber ich denke mal schon. So, ja, die Texte kennen wir schon. Hier ist jetzt bestimmt noch der heilige Baum, denn zu dem sollen wir. Naja, ist schon so ein richtiger Giftnebel. Um die Kräuter zu bekommen. So. Was ist denn jetzt hier los? Ja, ich sehe schon Gift. Und der heilige Baum ist weg. Okay, alles klar. Das erschwert die Sache natürlich. Sieht aus, als wäre diese Stelle verloren. Und von der Größe her könnte es der heilige Baum sein. Jedenfalls sollten wir der Sache auf den Grund gehen. Oh, nicht die schon wieder. Alle Leute sterben, bevor euch das gelingt. Ja, war klar. Oh, Robby der Roboter ist wieder da. Du hütest deine Zunge! Schau mal, wir haben keine Zeit, deine üble gespaltene Persönlichkeit zu bespaßen. Tja, schade. Wir haben ja nicht alle Zeit der Welt, um euch fertig zu machen. Und wir haben das Gebiet gestern durchkämmt, um uns den nötigen Vorteil zu sichern. Und dank unserer überlegenen Kenntnis der Örtlichkeit werden wir euch bezwingen. Allerdings wird jeder Vorteil, den ihr haben mögt, von eurer Kläglichkeit annulliert. Wir werden sehen, ob du ohne deine Zunge immer noch so dreist daherredest. Schon kapiert. Ihr habt eure Gründe zu kämpfen, genau wie wir. Aber nochmal sind wir nicht so nett. Wenn ihr diesmal verliert, ist die Sache vorbei. Einverstanden? Warte mal. Du meinst, ihr habt vor, uns zu besiegen? Wie arrogant kann man sein? Das habt ihr auch gesagt, dass ihr vorhabt, uns zu besiegen. Das heißt, ihr seid genauso arrogant, aber egal. Da tropft irgendwas runter. Jetzt kommt bestimmt irgendein riesiges mutiertes Monster, was von diesem ganzen Giftmüll halt mutiert ist, runter oder sowas in Richtung. Oh. Das ist die Schild. Nicht Schildkröte. Die ganz normale Kröte. Der Frosch, der im Dorf erwähnt wurde, auf einem kleinen Mädchen. Oh, wo kommt denn dieses Monster auf einmal her? Oh ja, klar. Habt ihr nicht gesagt, ihr hättet das Gebiet gestern ausgekundschaftet? Wie konntet ihr das nur übersehen? Es war eben gestern noch nicht hier. Und ich dachte, euer neues Selbstvertrauen sei unserem tollen Gast geschuldet. Da. Krimanus, Dialanus! Hey, gebt mein Lebenszeichen! Kann nicht aufhören zu husten, Hilfe! Anscheinend ist er mit derselben Krankheit infiziert wie die Dorfbewohner. Was bedeuten würde, dass diese üble Kreatur die Ursache ihres Leidens ist. Dann wissen wir wohl alle, was diese Kreatur verdient hat. Den Tod! Okay, das lässt sich einrichten, hoffe ich doch mal. Gucken wir mal. Triefen. Oh, das klingt nicht gut. Oh, nein. Der kann Statusveränderungen erschaffen. Wie geil ist das denn? Ich habe einen kleinen Hass und die sind alle verwirrt. Oh nein! Was ist das denn? Oh, Erfrischung. Machen wir bitte die Verwirrung weg. Lumina, please. Oh nein. Oh, was ist das denn jetzt? Oh, der Kampf wird ja richtig geil. Auf jeden Fall. Macht richtig viel Spaß jetzt schon. Ich wollte gar nicht in den Vulkus, so verdammt. Jetzt pennen alle oder was? Alle außer Waren, super. Och, Junge. Quellwasser auf Kanata. Du machst jetzt bitte Aura auf möglichst alle. So.
Er ist doch alle wieder munter, sehr schön. Dann können wir jetzt mal anfangen zu kämpfen hier. Zielstrei erstmal, um einen Bit zu bekommen. Oh, bei 104 nur, das ist aber nix. Du kannst gar nicht deine Fähigkeit, super. Ja, mach einen Luftschlag meinetwegen, keine Ahnung. So. Der hat noch kaum Schaden genommen. Aber okay. Dann mach du wieder normal, bitte. Au. Du machst bitte das. Du machst einen Trank auf dich selbst. So, Shara. Nee, es ist jetzt Kanata, ups. Mach das hier. Und Shara macht Spitzenregen meinetwegen. Hat sich gereimt. Das war einiges an Schaden, sehr gut. So, du machst einen Trank auf. Ja, Shara. Nein, jetzt sind alle wieder verwirrt und so. Heilt Paralyse. Heilt alle Schwächungen. So. Du machst auch ein Wundermittel auf ihn. So, und du machst einen neuen Trank auf ihn. Und du machst Erfrischung auf erstmal Kanata. So, sehr schön. Und du machst ein Quellwasser oder eine Phönixträne auf Lumina. Und Kanata macht eine Aura auf bitte alle. Sehr schön. Und du machst eine Heilung auf Kanata. Ich bin in den Kampf halt mit Heilen beschäftigt bisher. Ist echt ein geiler Kampf auf jeden Fall. Vergiften, wundervoll. Wenn das klappen würde bei dem Boss. 100 pro nicht. Ne, ich bleib hier stehen lieber, dass ich auch weiter mit ihr Aura machen kann und so. Also, dass ich Aura auf sie auch anwenden kann, falls es nötig sein sollte. So, du machst das Ding in Zyklon, nennt sich das auch. Du machst die Riesenmuschel. Und du machst, probierst mal den Sirenenblitz, was der bringt. Ha. Das ist auch eine Schwäche und guck mal. Du machst das. So. Sehr schön. Du machst den Zielstrahl, wollte ich sagen. Oder auch nicht. So, Heilschwächungen, die Schaden über Zeit zufügen. Zentralisierte Einzel erkennen. Alle Schwächungen. Okay. VP-Lader. Lader Phönixtrank. Ja, okay, ich hatte nicht, was die Schwächung wegmacht. Aber ich nehme mal so eine Ration einfach. Um mal zu heilen wenigstens. So. Hör doch auf. Ach, er pennt! Dann greif mal an. Heilt er sich jetzt dadurch irgendwie? Ich hoffe es mal nicht. Das wäre halt echt uncool. Wahrscheinlich muss er seine MP auffüllen, er hat keine mehr. Kann ich meine Gruppenmittel ja nicht irgendwie aufwecken? Wahrscheinlich mit dem Wundermittel, oder? Mache ich das auf Shara, dass sie. Ja, dass sie. Die. Die Erfrischung machen kann. Wer schläft, kann sie nicht verteidigen. Das gibt mir das Spiel bestimmt nicht aus. Einfach nur so aus. Als. Aus Spaß als Tipp, wollte ich eigentlich sagen.
Weil jetzt schön die Verteidigung wahrscheinlich ein bisschen runter ist. So, kannst du deine Erfrischung wieder? Nicht du, aber egal. So. Brauche ich Aura? Nee, brauche ich nicht. Dann mach die Windklinge bitte. Du machst Erfrischung auch. Sind die alle wieder munter? Nee, oder? Ja, nee, auf Bahn. So, sehr schön. Erwachen. Oh, erwach doch nicht. Du machst einen Zielstrahl. So, Zyklon. Wundervoll. Und du versuchst einen Sirenenblitz. Sehr schön. Der Kampf läuft auch wieder besser als zuvor. Er pennt wieder. Sehr schön. Scheinbar muss man halt erstmal nur die erste Phase überstehen, wo der Boss seine ganzen MP verbraucht. Und jetzt wird er einfacher, sag ich mal. Wo das alles weg ist. So, du machst die Windklinge. Erfrischung kannst du noch nicht. Greif nochmal an. Ich will halt nicht meine ganzen anderen Items verschwenden, sag ich mal. Meine Quellwasser und so. Schlafgas. Oh, please. So. Aber muss ich jetzt langsam mal wahrscheinlich wohl, weil... Hör doch... Jetzt pennen alle! Ja, wie soll ich jetzt wieder aufwachen? Spiel, sag mir das mal. Wenn er jetzt pennt, nicht penne. Ja, schön. Das ist ein spannender Kampf auf jeden Fall. Jetzt darf ich erwarten, oder was? Ey, was ein Bullshit. Ja, schön, er erwacht. Kann uns jetzt mal wenigstens einen irgendwie aufwecken. Froschregen. Heilige Scheiße, bist du noch ganz dicht? So, du machst einen Trank auf Shara. Du musst angreifen. Und Kanata macht gleich eine Aura. Komm, Aura. Ja, dann kann Shara gleich auf Lumina eine Heilung machen. Ist mir egal. Heilung auf Lumina, genau. So. Perfekt. Triefen. Oh nein. Och, ich könnte kotzen. Ja, tschüss, Wundermittel, würde ich sagen. Ja, wir sind noch sowas. Trank auf Kanata. Du machst eine Riesenmuschel. Ey, der Kampf ist echt hart. Also, ich habe selten im Spiel so einen harten Kampf gesehen. Jetzt immer ohne Scheiß. Du machst eine Ration nochmal. Und du machst ein Quellwasser auf dich selbst. Du machst den Luftschlag. Du machst Zielstrahl. So. Dann Handstrahl oder so, um halt mehr hierher zu kommen. Das. Kanata auch die Aura auf sie mitmachen kann immer. Gut, Kanata macht direkt meine Aura, würde ich sagen. Du machst den Spitzenregen nochmal, weil das ziemlich viel abzieht. So. Ja, sehr schön. Du machst den Luftschlag. Und du greifst nochmal an, würde ich sagen. Alter, habe ich das im Moment noch verkackt, verdammt. So. Und nicht das wieder. Da muss ich eine Ration raushauen, ansonsten überlebe ich das nicht mehr. Aber nicht mit Kanata, weil er angreifen muss.
So, Ration. Nee, auch also nicht fertig, egal, dann. Halt so. So, du machst einen neuen Trank auf Shara. Shara macht eine Heilung auf Lumina. Und Vaan muss ich irgendwie anders durchbringen. Hoffentlich schaffe ich das. Vaan stoppt, oder? Ja. Er ist halt tot, ist mir egal. Ich kann jetzt nicht verändern. So. Mann. Ich muss eine Ration nochmal machen. Ich muss irgendwie Lebenspunkte wieder bekommen. Irgendwie. So. Wundervoll. Okay, jetzt macht Kanata eine Aura auf jeden Fall. Jetzt ist Lumina noch tot, verdammt. Oh, ich kann jetzt so viel. Ey, wehe, ich verliere jetzt die letzten Punkte hier. Also die letzten, in den letzten Sekunden des Kampfes noch. Dann raste ich wirklich aus. Oh Mann, jetzt sind auch die tot, die am meisten Schaden machen. So im Prinzip halt. So. Ups. Ah, man kann hier angucken, was das. Wie cool ist das denn? Hey, das ist ja cool. Jetzt pennen die. Ja, was soll ich jetzt dagegen machen, Spiel? Sag mir das mal. Ey, er ist doch gleich tot. Das ist doch ein bescheuerter Kampf. Ey, ich könnte heulen. Ja, schön, Spiel. Ich kann aber nichts dafür, wenn ich penne. Ja, toll, erwachen. Ey, wenn du mich jetzt noch umbringst, dann spiele ich das Spiel nicht mehr weiter, ganz ehrlich. Oh, nicht so was Starkes. Es ist keiner tot. Super. Jetzt habe ich offiziell verloren. Jetzt habe ich offiziell verloren. Tja. Kann man nichts machen. Ich mach kaum Schaden. Ja, willst du mir nochmal Schaden abziehen oder was? Bist du nur ganz dicht, Spiel? So. Zyklon. Ja, und tot. Richtig, richtig, beschissener Bosskampf. Ohne Worte einfach nur, ganz ehrlich, ohne Worte. Ich habe halt einfach zu wenig Items dabei gehabt. So. Och Mann, ich will... Ah! Zu wenig Phönix-Dinger zum Wiederbeleben. Ja, aber trotzdem, das ist so ein unfairer Kampf insgesamt. Und Versuch 2. Und direkt machen wir sein geiles Triefen. Ey, das ist so unfair. Er wird so direkt zu Beginn des Kampfes schön alle quasi ausschalten. Ey, sowas Ekliges einfach. Er denkt sich so einen Boss aus, das ist mal ohne Scheiß. Das ist einfach so unfair. So, das machst du. Und du machst ein Quellwasser auf dich selbst. Und er macht direkt wieder irgendwas. Richtig geil. Du machst eine Aura. Ja, Shadow ist ja nicht getroffen, aber ich kann die selbst heilen.
So. Und dann muss ich jetzt Omi Schaden machen. Du machst einen Luftschlag erstmal. Ich hätte sie rauspacken sollen, ganz ehrlich. Ach, angreifen. Dann machst du... Ja, der Grummeln. So, du machst einen neuen Trank auf Mina. Und du machst einen Trank auf dich selbst. Nee, du greifst normal an. Du machst Tornado. So, du machst dein Zyklon. Und du machst... Nee, du machst Spitzenregen. So, sehr schön. Da machst du meinetwegen Handstrahl oder so, wie viel macht das? 174 wenigstens etwas. Kanata, oh, es ist Dings. Du greifst an. Ja, danke. So, Kanata macht die Aura. Und Shara greift an. Du machst einen Luftschlag. Und greif normal an. Kanata greift an. Shara greift an. Mina greift an. Da kann ich auch nicht viel anderes zu sagen. Und Yanto greift auch an. Mit Monumentum dazu. So, sehr schön. Und er macht die Entladung. Luftschlag, so, 95 Schaden, dann greifst du normal an. Aura kannst du nicht, dann machst du dein Zyklon. Shara macht Skill-Heilung auf Mina, meinetwegen. Du greifst normal an. Du machst wieder einen Luftschlag. Greif's nochmal an. Was ein spannender Kampf. Und jetzt pennt er eine Runde. Und jetzt kann ich schön angreifen. Du machst erst meine Aura am besten. Okay. Ich hänge. Ist auch eine gute Sache auf jeden Fall. Muss ich sagen. Dann geht Shara mit dir zur Gruppe, dass sie auch in der Aura getroffen wird. So. Dianto macht den Tornado. Ja, macht den Handstrahl meinetwegen. 352, nice. Wenigstens etwas. Ja, ich weiß, Spiel. Dann machst du Luftschlag. Wenigstens ist es gleich schon mal die Hälfte der Leben weg. So, du machst die Windklinge meinetwegen. Du greifst normal an. So. Und Yanto greift auch nochmal an. Du machst den Luftschlag. Ja, ich weiß, Spiel, das musst du mir nicht zweimal sagen. Jetzt ist er wenigstens gleich weg, ey, ohne Scheiß. Ja, halt die Fresse. Und tschüss. Oder? Nö, scheinbar nicht. Ah, hä? Ach, was auch immer. Jetzt stirb doch. Ach, danke schön.
Ich will gar nicht wissen, wie lange der Part jetzt schon ist. Neuer Skillsbrot Knight, yay. So, anwenden. Eisernes Auge, Sicherheit, Seelenbaum, Resonanz. Seelenbaum. Haha, wir sind jetzt beim Baum. Haha, witzig. Das müssen die Erinnerungen des heiligen Baums sein. Ja, versuchen wir es. Gut. Stellen wir den Baum wieder her. Wusch. Ich kann es kaum glauben. Er war verloren und du hast sie wieder hergestellt. Wer seid ihr? Ihr seid keine gewöhnlichen Verräter des Imperiums. Wir sind jene, die die Welt davor bewahren, für immer verloren zu gehen. Und jene, die ihr verfolgt, weil wir sie nicht nach euren Regeln retten. Ihr stellt die Welt wieder her. Der Baum ist wieder hergestellt und das Wasser ist nicht mehr verseucht. Nun wird die Krankheit sich nicht weiter ausbreiten. Die Dorfbewohner werden überglücklich sein. Wir haben sie gefunden, Kanata. Sie sind hier genau, wie man uns sagte. Heiliges Gras erhalten. Und das rauchen die Dorfbewohner jetzt und sind wieder gesund. Diese Kräuter absorbieren den Geist des heiligen Baumes. Allein der Duft ist belebend. Nun kann die Geistheilung hergestellt werden. Sie wird diese schreckliche Infektion ausmerzen. Endlich können wir die Dorfbewohner heilen und Kommandant Gaitra. Shara und Yanto, ich weiß nicht, was ihr vom letzteren haltet. Wegen uns musst du dir keine Sorgen machen, Kanata. Du hast deinen Weg gewählt, nun musst du ihn noch gehen. Ich danke euch, vielen Dank für eure Unterstützung. Gehen wir zurück zum Dorf. Es bleibt noch genug Zeit, um alle zu retten, einschließlich dieser Soldaten. Erst raubt ihr unsere Zukunft und nun wollt ihr auch noch unseren Stolz. Wir sind die Elite des Imperialen Kommandos. Wir nehmen keine Hilfe von Verrätern an, selbst wenn unser Leben davon abhinge. Und was ist euer Stolz an den Pforten des Jenseits wert? Nehmt meinen Rat an. Werft euer Leben nicht weg. Nur ist die Zukunft nicht verloren. Wenn es um die Heilung Kranker geht, gibt es weder Freund noch Feind. Geht euch einen Ruck, na? Ich hasse mich dafür nachzugeben. Aber sobald wir wieder fit sind, nehmen wir wieder die Verfolgung auf. Glaubt nicht, wir stünden in eurer Schuld, denn das tun wir nicht. Wartet einfach, bis ihr wieder gesund seid, bevor ihr was anstellt. Los, miteinander bringen wir diese Leute zurück. Okay. Aber das machen wir erst im nächsten Part, der jetzt schon lang genug ist, denke ich mal. Ja, bringen wir die Kräuter schnell zu kurz. Ja, ich spüre große Kraft in den Kräutern. Sehr schön. Ja. Ich auch nicht, Shara. Ich auch nicht! Ich wusste gerade, ob wir helfen wollen. Ja, bringen wir Kräuter schnell zu kurz. Und dann berühren sie sich. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Lost 4 wieder, wo wir hoffentlich nicht mehr beschissene, dumme Drecksbosse besiegen werden. Bis dann und ciao, everybody. Tschüss.